Die letzte Plenarsitzung des Jahres steht unmittelbar bevor. Gleich zu Beginn der Debatte steht ein Punkt auf der Tagesordnung, der Eltern mit kleinen Kindern besonders interessieren dürfte. Das gute Kita-Gesetz von Familienministerin Franziska Giffey. 5,5 Milliarden Euro will der Bund zur Verfügung stellen, damit die Kindertagesstätten im Land qualitativ besser werden. Erst vorgestern hatte der Familienausschuss den Weg freigemacht für die heutige Verabschiedung im Bundestag. Allerdings muss man sagen, hagelt es auch reichlich Kritik an diesem Gesetz aus dem Bundesfamilienministerium. Erhard Schärfer in Berlin. Ich bin sicher, Sie werden die Ministerin bei Ihnen gleich darauf ansprechen, oder? Natürlich, Andreas Klinner, und herzlich willkommen auf der Plenarsaalebene im Deutschen Bundestag. Und das schon angesprochene gute Kita-Gesetz hat nicht nur diesen einprägsamen und durchaus marketingtauglichen Namen, sondern auch einen offiziellen. Und dann heißt es Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Das muss man hin und wieder ja vielleicht auch mal noch einstreuen. In der Tat, Andreas Klinner hat es gesagt, es hat Kritik gegeben. Unter anderem 9 von 10 Fachleute haben bei einer Anhörung vor einigen Wochen hier im Deutschen Bundestag Kritik an, nicht am Ziel geäußert, sondern an der Verfahrensweise und an den Wegen dorthin zu eben diesem Ziel. Und ja, hören wir mal, was die Bundesministerin, die wir freundlicherweise heute Morgen hier begrüßen können, zu diesen Zweifeln und zu diesen Kritiken auch sagt. Fangen wir mal von vorne an, Frau Giffey. Was macht eine Kita zu einer guten Kita? Eine gute Kita ist eine, die bedarfsgerechte Öffnungszeiten hat, die ausreichend gut qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher hat, die Kinder und Eltern beteiligt, die vielfältige Angebote bereitstellt, in der Sprache und Gesundheitsförderung dabei sind und in der Kita-Leitung auch entlastet sind. Die Vielfalt der Angebote, das sind alles Dinge, die wir jetzt machen wollen mit dem Gesetz. Das heißt, Qualität steht im Vordergrund, das liegt der Namen des Gesetzes auch nahe. Und die Frage ist ja dann, wenn Qualität so eine große Rolle spielt, müsste es nicht nur an erster Stelle stehen, sondern auch an zweiter, dritter, vierter. Stattdessen aber haben die Länder die Möglichkeit, das Geld, das sie bekommen sollen vom Bund, die eben auch angesprochenen 5,5 Milliarden über die nächsten 4 Jahre, auch für Gebührensenkungen oder sogar Gebührenfreiheit einzusetzen. Warum haben die Länder da die Wahl, obwohl doch die Qualität so deutlich verbessert werden soll? Naja, es geht hier schon um beides. Das Gesetz hat 2 Säulen. Es geht um mehr Qualität und weniger Gebühren. Das ist auch das, was im Koalitionsvertrag von Anfang an vereinbart war. Wir wollen beides. Die Qualität steigern, aber auch die Eltern bei den Gebühren entlasten. Und deshalb ist ganz klar, es ist ein Gesetz für Qualität und Teilhabe. So steht es auch im Titel, den Sie gerade noch mal vorgelesen haben. Und es geht schon darum, dass wir dass die Möglichkeit von Kindern, Zugang zu haben zum Kita-Angebot, auch als Teil von Qualität verstehen. Und deshalb wollen wir beides tun. Ist nachvollziehbar und trotzdem gibt es die Kritik, dass befürchtet wird zumindest, dass einige Länder das Geld nutzen, um eben beispielsweise Prioritäten zu setzen bei Gebührensenkung bis hin eben zur Gebührenfreiheit. Wir haben ja jetzt schon die Situation, dass einige Länder sich auf den Weg gemacht haben in Richtung Beitragsbefreiung, Entlastung. Uns geht es darum, dass wir in Deutschland einen Standard hinbekommen, was die Frage angeht, Menschen mit Kleineinkommen, die Wohngeld bekommen, die Kinderzuschlag bekommen, obwohl sie jeden Tag arbeiten gehen. Da kann es doch nicht sein, dass sie mit 500 Euro bei den Gebühren abgezockt werden oder teilweise sogar noch mehr. Es geht darum, dass wir auch gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen und dass es eben nicht um mehrere hundert Euro sich unterscheidet, wo das Kind in Deutschland in die Kita geht. Aber das wird ja nicht nivelliert durch das Gesetz, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Sie legen ja nicht fest, wie viel die Länder bzw. dann die Kommunen sind es ja schlussendlich, wie viel die tatsächlich nehmen können von den Eltern, die ihre Kinder in eine Kita schicken. Die soziale Staffelung ist im Gesetz vorgesehen und es ist verbindlich für alle vorgesehen, dass all die Kinder, die Kinderzuschlag bekommen, die Wohngeld bekommen, die im Sozialleistungsbezug sind, grundsätzlich in Deutschland von den Gebühren zu befreien sind. Das ist die Vorgabe, die das Gesetz macht. Das sind von den 3,1 Millionen Kita-Kindern, betrifft das 1,2 Millionen Kinder, für die es eine massive Verbesserung auch da geben wird. Und das ist auch ein Element im Kampf gegen Kinderarmut. Trotzdem spricht beispielsweise der Paritätische Wohlfahrtsverband, irgendwie der ja der SPD prinzipiell nicht abgeneigt ist, jedenfalls tendenziell nicht, davon, dass das so eine Förderung nach der Gießkanne sei und sagt irgendwie, es kommt nicht bei denen an, die tatsächlich wirklich Hilfe bräuchten, sondern es wird einfach viel zu breit gestreut. Können Sie den Einwand nachvollziehen? Also ich finde, es kommt sehr wohl bei denen an, die Hilfe bräuchten. Es wird allen 3,1 Millionen Kita-Kindern zugutekommen. Die Hauptkritik, die jetzt mal geäußert wird, es ist zu wenig und es ist nicht für immer. Aber das alleine kann nicht dazu führen, dass man sagt, dann nehmen wir es nicht oder machen nicht was draus. Wir haben nächstes Jahr die erste Tranche mit 500 Millionen. Insgesamt sind 5.500 Millionen im Topf. Das muss gut ausgegeben werden. Das ist jetzt die Aufgabe. Und natürlich ist für uns auch Verpflichtung, das steht auch auf Seite 1 des Gesetzes, dass wir dauerhaft und nachhaltig in die frühkindliche Förderung auch über 2022 hinaus investieren wollen. Dieses Ziel hat der Bund ganz klar formuliert.
Anderer Kritikpunkt, der gekommen ist, auch in der Anhörung, die ich eben schon angesprochen habe, dass der Bund eigentlich zu wenig Vorgaben macht oder dass die Kriterien, die auch an die Länder und schlussendlich an die Kommunen weitergereicht werden, abgeschwächt worden sind. Aber es gab unter anderem auch Kritik an dem Punkt, dass der Betreuungsschlüssel nicht mit reingenommen wurde. Also eine klare Relation zum Verhältnis Erzieherinnen, Erzieher zu Kindern. Warum haben Sie es nicht gemacht? Wir haben ja dieses Gesetz in einem 4-jährigen Prozess vorbereitet, gemeinsam mit den Ländern, mit den Sozialpartnern, mit vielen Akteuren aus der Praxis. Und da ging es ganz klar darum, dass die Feststellung ist, wir haben in Deutschland extrem unterschiedliche Situationen, was die frühkindliche Bildung anbetrifft. Der Bedarf in den Ländern ist extrem unterschiedlich. Und wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, wo wir alle Länder auf ein gemeinsames Standardlevel verpflichten können. Dann wären die Länder nicht an Bord. Deshalb ist das, was wir jetzt tun, ein Schritt hin zu bundeseinheitlichen Standards. Das ist unser langfristiges Ziel. Also es liegt an den Ländern, dass dieser Betreuungsschlüssel in dieser Klarheit nicht in diesem Gesetz drinsteht? Es liegt daran, dass wir eine sehr unterschiedliche Situation in den Ländern haben. Und das Gesetz trägt dazu bei, dass wir uns auf ein Niveau annähern, wo wir langfristig, und dieses Ziel ist im Gesetz in § 1 formuliert, bundeseinheitliche qualitative Standards entwickeln. Nur im Moment sind wir nicht an diesem Punkt, wo das realisierbar ist. Und deshalb müssen wir da etwas dafür tun, damit wir da hinkommen. Und dafür dient dieses Gesetz. Oder man müsste den Druck auf die Länder erhöhen und zu sagen, wenn ihr schon so 5,5 Milliarden in den kommenden 4 Jahren haben wollt, dann müsst ihr auch das umsetzen, wie wir uns das vorstellen. Der Fachkraft-Kind-Schlüssel ist etwas, das nur mit ausreichend guten, qualifizierten Fachkräften geht. Die hängen nicht an Bäumen, die sind nicht mit Zauberhand zu generieren. Das heißt, das, was jetzt passieren muss, ist genügend Fachkräfte zu qualifizieren, damit wir entsprechend diesen Fachkraft-Kind-Schlüssel auch bundeseinheitlich als Standard festlegen. Dafür werden wir auch als Bund zusätzlich zum Gute-Kita-Gesetz eine Fachkräfteoffensive starten, die genau da andockt. Wir brauchen mehr vergütete, praxisintegrierte Ausbildung ohne Schulgeld. Das ist der Weg, um auch langfristig einen bundeseinheitlichen Fachkraft-Kind-Schlüssel zu realisieren. Und dafür ist das Gute-Kita-Gesetz die entscheidende Grundlage heute. Weil bis in 7 Jahren, so hat es irgendjemand ausgerechnet, ich glaube sogar eine Kommission der Bundesregierung oder in dem Bericht der Bundesregierung steht es drin, 300.000 Erzieherinnen und Erzieher möglicherweise fehlen. Es wird ein Antrag hier über der Grünen auch diskutiert in der Debatte gleich um 9. Und die sagen, es wäre vielleicht schlauer gewesen, erst die Qualität herzustellen und anschließend über Beitragsfreiheit nachzudenken. Was halten Sie von der Idee? Ich finde, solange ich Briefe bekomme und nicht nur als Bürgermeisterin damals, sondern auch jetzt als Bundesministerin, dass Eltern mir schreiben, sie können es sich nicht leisten, ihr Kind in die Kita zu geben, wenn sie 800 oder teilweise sogar über 1000 Euro Kita-Gebühren bezahlen müssen. Oder weil sie sagen, gerade die Frauen, die in sozialen Berufen arbeiten, ich kann doch nicht nur für die Kita-Gebühren arbeiten gehen. Das hat nichts mit Gerechtigkeit und mit gleichwertigen Lebensverhältnissen zu tun. Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder und Familien überall in Deutschland Zugang zu einer guten frühkindlichen Bildung haben. Und dafür muss es auch erste Schritte bei der Entlastung der Eltern von den Gebühren geben. Ein Kritikpunkt schaffen wir vielleicht noch, und den haben Sie selber schon genannt, nämlich die zeitliche Befristung der Förderung durch den Bund, nämlich bis Ende 2022. Viele auch seitens der Länder sagen, irgendwie alles schön und gut, wenn der Bund da was verändert haben will, dann soll er das aber verstetigen, wie das immer so schön heißt. Und im Grunde erwarten die Länder, so habe ich es gelesen in den vergangenen Tagen, auch ein Signal von Ihnen in dieser Hinsicht. Was können Sie den Ländern sagen heute? Weil das ist ja heute noch, soll es in den Bundesrat auch noch kommen, das Gesetz, in der Hoffnung, dass es dann möglichst bald starten kann. Ja, starten wollen wir, damit wir loslegen können, damit das Geld umgesetzt werden kann. Wir hoffen, dass wir heute im Bundesrat eine positive Abstimmung haben, sodass wir zum Januar in Kraft treten können. Für uns ist klar, wir haben den Finanzrahmen des Bundes, der auch von dieser Regierung abgedeckt wird, bis 2022, also in die neue Legislatur hinein. Das ist für uns der ganz entscheidende Finanzrahmen. Da sind 5,5 Milliarden. Auf Seite 1 des Gesetzes steht, wir verpflichten uns zu dem Ziel, dauerhaft und nachhaltig in die Qualität der frühkindlichen Bildung zu investieren. Auch über 2022 hinaus. Und dazu werden wir auch unseren Beitrag leisten. Auch ich werde das tun. Und die Sozialdemokraten sind davon überzeugt, dass nach 2022 es weitergehen muss. Und dafür werden wir auch streiten. Abschließend, das geht durch auch im Bundesrat heute. Was denken Sie? Oder wird der Vermittlungsausschuss auch zu diesem Gesetz angerufen? Ich hoffe sehr, dass es durchgeht. Ich hoffe, dass die Länder nicht Nein sagen, wenn es darum geht, für die Kinder in Deutschland, für 3,1 Millionen Kinder in Deutschland, so viel Geld tatsächlich auch umzusetzen, was spürbar ankommt. Und ich hoffe, dass wir dann im Januar auch mit den Verträgen, mit den Vereinbarungen, mit der Umsetzung konkret vor Ort starten können. Heute Mittag wissen wir mehr. Franziska Giffey, Bundesfamilienministerin, vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind, unmittelbar vor der Debatte, zu der Sie jetzt auch in den Plenarsaal rein müssen. Danke, dass Sie vorher zu uns gekommen sind.